Ja, alles klar. Vielen Dank. Und ich freue mich, heute hier im Meeting zu sein. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Lassen den Körper einen Augenblick leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt, treten im Geist zurück. Die Augen dabei schließen. Und lassen die Worte eintreten. Ja, dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, ein bisschen nachdenklich, freudig, entspannt. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Ja, dann kommen wir als nächstes zu meinem Feedback. Es geht mir gut. Ich fühle in diesem Moment Frieden und das war's von mir. Und jetzt zum nächsten Feedback. Mira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut, freue mich aufs Meeting. Ja, genau. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Ja, lass mal das nochmal im Geist ein bisschen ausdehnen. Ja, dann kommen wir jetzt zu Ein Kurs in Wundern, erschienen im Reuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Ich lese jetzt erstmal vor und du kannst dich zurücklehnen und von verstehen wollen, als das Haben wollen, loslassen und dich einfach hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Wir sind im Kapitel 14 für die Wahrheit lehren. Römisch 4, deine Funktion in der Sühne, Absatz 4. Du brauchst die Schöpfung nicht zu verstehen, um zu tun, was zu tun ist, ehe diese Erkenntnis eine Bedeutung für dich erlangt. Gott durchbricht keine Schranken ebenso wenig, wie er sie errichtet. Wenn du sie fallen lässt, sind sie nicht mehr da. Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Entscheide, dass Gott in Bezug auf dich Recht und du Unrecht hast. Er hat dich aus sich selbst erschaffen, aber trotzdem in sich. Er weiß, dass du, was du bist. Erinnere dich, dass es keinen zweiten neben ihm gibt. Daher kann niemand ohne seine Heiligkeit noch irgendjemand seiner vollkommenen Liebe unwürdig sein. Versage nicht in deiner Funktion an einem lieblosen Ort aus Dunkelheit und Täuschung gemacht, zu lieben. Denn auf diese Weise werden Dunkelheit und Täuschung aufgehoben. Lass dich nicht selbst im Stich, sondern
Biete Gott und dir stattdessen seinen schuldlosen Sohn an. Für diese kleine Gabe der Würdigung seiner Liebe wird Gott selbst deine Gabe gegen die seine austauschen. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesem Absatz und lassen ihn im Geist etwas sacken und sich ausdehnen. Ja, dann kommen wir zu der Feedback-Runde. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Gerade traurig. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nidira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle so eine Ausdehnung in mir, so der Frieden wird stärker fühlbar. Ja, und dankbar. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Feedback, zu meinem Feedback. Ja, ich fühle mich jetzt, im Moment kann ich es gar nicht genau sagen. Doch, also unter all dem, was ich da nicht weiß, ist der Frieden Gottes, würde man so ungefähr sagen. Dann kommen wir hier auch zum Fallen lassen. Dann kommen wir zum nächsten Part. Wir erklären den Kurs an dieser Stelle, Kapitel 14, für die Wahrheit lehren. Römisch 4, die Funktion, deine Funktion in der Sühne, Absatz 4. Kannst dich wieder zurücklehnen und vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen. Und dich hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Lese langsam vor und kläre alles, wenn es mir. Du brauchst die Schöpfung nicht zu verstehen, um zu tun, was zu tun ist. Ja, jetzt haben wir jetzt erstmal bis hier zu diesem Komma. Wir sagen ja jetzt auch hier immer vom Verstehen wollen loslassen. Und das steht hier auch aus diesem Grund da, weil das Ego versucht immer zu verstehen, zu deuten und dann den Trick anzuwenden, suche aber finde nicht. Und das ist übertragen auf das Verstehen, ist das, versuche etwas zu verstehen, aber verstehe es nicht. Ja, und wenn du es dann nicht verstehst, dann hast du das Gefühl, dass du scheiterst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du scheiterst, fühlst du dich auch noch obendrein schuldig. Und das macht dich dann traurig. Also es lässt dich verzweifelt sein. Im Prinzip, wenn wir die falsche Ego-Autonomie wahr wollen, werden lassen wollen, wollen wir das genauso? Ist das genau das, was wir wollen? Es macht uns aber nicht glücklich, wie wir an dieser Tatsache sehen und verstehen können. Und deswegen steht jetzt wiederum die Entscheidung für uns oder für dich oder für den Sohn Gottes offen, dass er in sich entscheiden kann, ich brauche nichts verstehen. Ich muss mich nur hingeben und dann wird die Erkenntnis in mir aufdämmern. Das heißt also, dann habe ich es vielleicht, habe ich es schon verstanden, weil ich dann
der bin, der ich bin. Ja, also du brauchst die Schöpfung nicht zu verstehen und du brauchst auch den Erlösungsplan nicht zu verstehen. Das Einzige, was du tun musst, ist, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ja, was im Außen, was du im Außen auch siehst, ja, wir haben da jetzt hier so einen lustigen Hund, den wir da so sehen, ja, und da könnte man jetzt traurig sein, ich sage, ja, heute ist da nicht der Andreas, da ist der Hund, also wir sehen das jetzt hier im Zoom so, wegen diesem Avatar, aber der Live-Übertragung sieht man mich, also sieht man diesen Avatar Andreas, also es ist ganz egal, was wir da sehen und durch wen der Heilige Geist die Erlösung kommen lässt, welchen Avatar er nutzt, welchen Körper er nutzt, um die Erlösung durchkommen zu lassen. Es kann auch mal ein Hund sein. Oder eine Katze. Ja, also um zu tun, was zu tun ist. Ja, also das, was zu tun ist, das wissen wir ja schon. Zurücktreten und ihm die Führung überlassen, also den Körper, dem Heiligen Geist in die Hände geben. Ich gebe meinen Körper komplett in deine Hände, Heiliger Geist, damit du ihn als Kommunikationsmittel nutzen kannst. Ehe diese Erkenntnis eine Bedeutung für dich erlangt. Gott durchbricht keine Schranken, ebenso wenig, wie er sie errichtet hat. Also Gott durchbricht keine Schranken. Das heißt, wenn du nicht willens bist, wenn du nicht zurücktrittst und dem Heiligen Geist die Führung überlässt, wenn du im Ego bleiben willst, dann wendet Gott keine Gewalt an, das Licht der Welt durch dich scheinen zu lassen, sondern er hat ewige Geduld, genauso wie der Heilige Geist auch, und hat ewiges Vertrauen in dich, dass du dich irgendwann richtig entscheidest. Er kann dir hundertprozentig vertrauen, weil er weiß, wer du bist. Das heißt also, er wartet in vollkommener Liebe, nicht in Ungeduld. Und deswegen muss er keine Schranken durchbrechen. Ebenso wenig, wie er sie errichtet hat. Also er hat auch keine Schranken errichtet. Er hat auch nicht Adam und Eva aus dem Paradies verjagt und dann eine Tür zugemacht und gesagt, ja, hier kommst du nicht mehr rein. Das ist alles gar nicht passiert. Er hat keine Schranken errichtet. Wenn du sie fallen lässt, also wenn du die Schranken fallen lässt, die Schranken zur Erlösung, die Schranken vor dem Licht, sind sie nicht mehr da. Also wenn du sie fallen lässt und sie sind in Wirklichkeit nicht da, aber nur du glaubst, dass sie da sind, dann sind sie nicht mehr da. Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Ja, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Satz. Wir nehmen also zwei Dinge in die Aufgabe für den Tag hinein. Einmal, Gott hat keine Schranken errichtet. Und wenn du deine Schranken fallen lässt, sind sie nicht mehr da. Und Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Weil, das kommt ja hier vor, dieser Satz, weil wir manchmal, wenn wir uns im Ego-Denksystem befinden, denken, Gott versagt. Gott hat es nicht geschafft, sich zu offenbaren. Gott hat Schranken hochgefahren, errichtet, ja, dass ich ihn nicht erreichen kann. Also versagt Gott. Wir wollen das am liebsten so aussehen lassen, als wenn wir das gar nicht machen, wie das, wenn wir die Schranken nicht hochgefahren hätten, sondern Gott uns nicht erlösen will. Weil er sozusagen, wir wollen ihm sagen, wir wollen von ihm denken oder über ihn so denken, ja, er muss ja rachsüchtig sein, er muss ja den Sohn hassen, weil er das gemacht hat, weil er den Thron Gottes usurpiert hat. Das ist aber nicht der Fall, weil ja Gott nur weiß, dass der Sohn Gottes eingeschlafen ist und dass nach wie vor in ihm keine Schuld und keine Sünde weilt. Also Gott kann also ganz im Vertrauen sein und ganz in der Ewigkeit sein und im Frieden sein und einfach warten, weil in Wirklichkeit ist nichts passiert. In Wirklichkeit ist der Sohn Gottes immer bei Gott geblieben. Nur ein Teil des Geistes des Sohns Gottes hat sich verirrt
Und dieser Teil des Geistes muss zurückerstattet werden. Und da sind wir jetzt hier dabei. Also Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Entscheide, dass Gott in Bezug auf dich Recht und du Unrecht hast. Hier können wir jetzt auch die dritte Entscheidungsregel anwenden. Es gibt ja drei Entscheidungsregeln. Seite und Nummer schreibt die Nihira mit in die Aufgabe des Tages hinein. Erste Entscheidungsregel, die kennen wir, weil sie immer in der Aufgabe des Tages drinsteht. Heute will ich keine Entscheidung selber treffen. Wenn ich heute keine Entscheidung selber treffe, ist dies der Tag, an dem die Schaukristin mir zuteil wird, oder ist dies der Tag, der mir zuteil wird. Das heißt also, keine Entscheidung selber treffen. Jetzt steht aber hier, treff die Entscheidung. So, jetzt gehen wir erstmal zur zweiten Entscheidungsregel. Wenn du also unwillens bist und immer wieder eine Frage im Geist hast, und wir wissen schon, der fragende Geist ist der Ego-Geist, der sich seine Fragen selbst beantwortet, und zwar mit einem negativen Ausgang. Dann sagst du, ich habe keine Frage, ich habe vergessen, was ich entscheiden soll. Das löscht die Frage. So liest ruhig nochmal die Entscheidungsregeln durch. Wie gesagt, in ihrer schreibt die Seitenzahl und alles dazu. Kapitel und so weiter und Nummer, Nummerierung. Ja, also ich habe keine Frage, ich habe vergessen, was ich entscheiden soll. Funktioniert wunderbar. Es löscht einfach die Frage aus deinem Geist. Du hast vergessen, was du entscheiden sollst. Das heißt also, du verstehst wieder, dass du nichts entscheiden sollst und auch nicht musst und auch nicht brauchst, weil du bereits im Himmel bist und alles gut ist. Das fühlst du dann auch direkt wieder. Das heißt also, jegliche Depression geht wieder von dir. Dritte Entscheidungsregel. Wenn du so unwillens bist, dass du noch nicht einmal von der Frage lassen willst, das kennen wir vielleicht auch, ja? Wir kommen immer wieder in Frieden und dann kommt die Frage doch wieder im Geist und treibt uns regelrecht in den Wahnsinn. Ja? Wir wollen nicht von der Frage lassen. Wir wollen eine Frage in der Welt beantwortet bekommen, die wir uns selber immer wieder negativ beantworten, immer wieder sagen, ja, ist doch so, ja, ist doch so, ja, ist doch so. Dann sagst du Folgendes. Auf jeden Fall kann ich entscheiden, dass ich das nicht mag, was ich gerade jetzt empfinde. Das ist der erste Teil von der dritten Entscheidungsrunde. Also du kannst auf jeden Fall entscheiden oder sagen, dass du das nicht magst, was du gerade jetzt empfindest, weil du empfindest ein schlechtes Gefühl dann in diesem Moment, weil du ja die Frage immer wieder schlecht beantwortest. Empfindest du Eifersucht, Neid, Frustration oder oder Groll in deinem Geist? Der Traurigkeit, du fühlst also auf jeden Fall nicht die Freude Gottes und die Liebe Gottes, sondern etwas, was vom Ego-Denksystem ist. Also auf jeden Fall kann ich entscheiden, dass ich das nicht mag, was ich gerade jetzt empfinde. Und dann kannst du als nächsten Satz sagen, und deswegen hoffe ich, dass ich Unrecht hatte. Also Unrecht mit der Entscheidung, dass die Situation so oder so ausgeht, also dass mein Bruder schuldig ist. Damit hoffe ich, dass ich Unrecht hatte. Ja, also der zweite Teil der dritten Entscheidungsregel ist, deswegen hoffe ich, dass ich Unrecht hatte. Und dann kommt als nächstes, vielleicht kann ich dies auf eine andere Art und Weise sehen. Das heißt also, jetzt öffnest du deinen Geist für eine andere Sichtweise. Diese andere Sichtweise wird dann die Schau Christi sein, also der ungeträumte Traum, den der Heilige Geist dir gibt, in dem jede Situation einen glücklichen Ausgang hat. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Erinnere dich an diesen Leitsatz. Das heißt also, dein Geist öffnet sich für die Schau Christi, für eine andere Sichtweise. Vielleicht kann ich dies auf eine andere Weise sehen. Was kann ich entscheiden? Was kann ich verlieren, wenn ich frage? Also an dieser Stelle heißt es dann wieder, was kann ich verlieren, wenn ich frage? Also, obwohl es jetzt eben in der Mitte gewiesen hat, ich habe keine Frage. Aber in diesem Fall stellst du ja eine offene Frage, keine geschlossene Frage, keine, die du dir selber beantwortest, sondern eine Frage, die die Antwort Gottes erfordert. Und die Antwort Gottes ist ja immer die, dass du der schuldlose Sohn Gottes bist und dein Bruder auch. Das heißt also, die Schuld, die du deinem Bruder jetzt in deinem Geist zuweisen wirst, die dich traurig macht, die wird jetzt ausgekehrt. Und deine Schuld auch, und jetzt musst du nicht mehr traurig sein, sondern du kannst dir das Glück geben lassen, was der Heilige Geist dir diese Art und Weise schenken kann. Das heißt also,
Du fährst die Abwehrmechanismen runter und lässt das Licht der Welt wieder durch dich hindurchfließen und lässt deinen Körper wieder als Kommunikationskanal für die Erlösung nutzen. Du nimmst deinen Platz unter den Erlösern der Welt wieder ein und wirst an deinen Platz im Himmel zurückerstattet, den du jedoch niemals verlassen hast. So, das waren jetzt die drei Entscheidungsregeln. Die kommen natürlich in die Aufgabe für den Tag hinein. Die üben wir heute nochmal, wenn während wir vielleicht versuchen, einen eigenen Ausgang der Situation zu stricken. Ja, und deswegen steht hier, entscheide, dass Gott in Bezug auf dich Recht und du Unrecht hast. Also, dass Gott Recht hat damit, dass du der heilige Sohn Gottes bist, frei von Sünde, frei von Schuld. Und Nihira tut nochmal diesen Satz hinein, das letzte Urteil Gottes, was noch ein bisschen länger ist, was ich zwar auswendig gelernt habe, aber was ich jetzt in diesem Moment nicht sage, weil ich mich jetzt einfach nicht traue, dass ich dann da Fehler mache. So kann es halt sein. Sind wir dann manchmal eben auch nicht, vertrauen mich auch nicht, also ich bin ja jetzt auch nicht perfekt. Aber wenn ich mich dem Heiligen Geist hingebe, dann kann ich vertrauen. Jetzt machen wir weiter. Auf jeden Fall beinhaltet das Gleiche, ist der Heilige Sohn Gottes selbst, in dir weil keine Schuld und Sünde existiert. Und am Ende kommt dann noch, komm daher zu mir zurück. So, jetzt haben wir hier, entscheide dich, dass es keinen zweiten, erinnere dich, dass es keinen zweiten neben ihm gibt. Nochmal zurück. Entscheide, dass Gott in Bezug auf dich Recht und du Unrecht hast, indem du sagst, mein Bruder ist schuldig und fühlst dann die Schuld in dir auf. Er hat dich aus sich selbst erschaffen. Gut, haben wir schon oft gehört, oft gesehen, oft mitbekommen. Er hat dich geschaffen, indem er sich komplett hingegeben hat. Ja, also nur mit sich selbst geben erschafft Gott. Er hat dich aus sich selbst erschaffen, aber trotzdem in sich. Ja, es gibt hier kein Außen, es gibt nur innen. Es gibt also nichts außerhalb von dir und nichts außerhalb von Gott. Das ist wichtig, weil wir dadurch wissen, wir können nicht irgendwo außen verloren gehen. Wir bleiben immer in Gott. Er weiß, was du bist. Ja, er weiß immer, was du bist. Er weiß immer, dass du der heilige Sohn Gottes bist, frei von Sünde, frei von Schuld. Du oder ich oder wir als der träumende Sohn Gottes, sich im Ego-Denksystem manchmal befindend, wissen es manchmal nicht, was wir sind. Wir verleugnen manchmal unsere Identität als der Sohn Gottes und sehen einen Körper und identifizieren uns mit dem Körper und glauben dann, der Körper zu sein. Er weiß, was du bist. Und jetzt kommt hier wieder, erinnere dich, dass es keinen zweiten neben ihm gibt. Es gibt also nur die Eins, nur das Eins. Ja, so wie wir das auch in einem anderen Meeting, in einem anderen Interview einmal gehört haben. Du musst dich immer wieder damit befassen, das Einssein ist wahr, nicht die Zweisamkeit oder das Getrenntsein. Ja, er hat keinen neben sich erschaffen, sondern er hat den Sohn Gottes in sich erschaffen. Erinnere dich, dass es keinen zweiten neben ihm gibt. Es gibt also keinen zweiten Gott neben ihm, den du auch noch anbeten könntest. Du kannst also keinen Götzendienst machen. Du kannst nicht einen anderen Gott oder viele Götter, die neben ihm sind, anbeten. Und daher kannst du auch nicht, wenn dir in der Welt etwas lieb und teuer ist, dieser Situation, diesem Ding anhaften. Ja, wir kennen das ja mit der Anhaftung in einer Beziehung zum Beispiel. Das kann in Wirklichkeit nicht passieren, weil es nur diesen einen gibt. Das ist also ein Gefühl, was aus der Illusion herauskommt. Anhaftung an einen Beziehungspartner ist ein illusionärer Zustand. Daher kann niemand ohne seine Heiligkeit noch irgendjemand seiner vollkommenen Liebe unwürdig sein. Auch das ist ja hier ganz wichtig, nehmen wir natürlich auch in die Aufgabe des Tages jetzt rein, weil
wir ja unter der Führung des Egos unsere Unwürdigkeit, unsere Unzulänglichkeit als Unwürdigkeit vor dem Schöpfer betrachten wollen. Wir wollen uns also sagen, ich bin nicht würdig, unter dem Dach meines Vaters einzugehen. Ja, das ist ja nur dieser Spruch, den wir so aus dem Ego heraus uns sagen, damit wir nicht erlöst werden können. Da versuchen wir uns vor der Erlösung zu drücken, auf die Art und Weise. Sagen, ja, ich bin ja nicht würdig, geht ja nicht. Aber hier steht ja ganz klar, dass das nicht stimmt, dass das nicht sein kann. Also nochmal, daher kann niemand ohne seine Heiligkeit sein. Also du bist die Heiligkeit, die Gott selbst ist. Noch irgendjemand seiner vollkommenen Liebe, Gott ist vollkommene Liebe und du bist es auch. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Der Leitsatz, ja. Unwürdig sein. Also da du es auch bist, mit ihm zusammen, bist du nicht unwürdig. Du bist immer würdig, im Hause Gottes zu sein, also in Gott zu sein. Versage nicht in deiner Funktion. So, erinnerst du dich noch, was deine Funktion ist? Ich kürze es mal ab und sage jetzt einfach mal, so wie es auch in dem Übungsbuch später drin steht, Glück ist deine Funktion. Also versage nicht einfach, um glücklich zu sein. Versage nicht, indem du zurücktrittst und ihm die Führung überlässt, einfach dein natürliches Glücklichsein des Sohnes Gottes zuzulassen. Darin kannst du nicht versagen. Also wenn jetzt hier steht, versage nicht in deiner Funktion, dann heißt das eigentlich im Prinzip, du kannst nicht in deiner Funktion versagen, Glück als deine Funktion auszudehnen. An einem lieblosen Ort, aus Dunkelheit und Täuschung gemacht. Also glaube nicht, dass du an einem Ort aus Dunkelheit und lieblos und aus Täuschung gemacht bist und da versagen kannst, weil das da ist, so dunkel, lieblos und Täuschung, ne? Zu lieben. Ja? Also deine Funktion ist eben auch in deiner Glücklichkeit einfach alles zu lieben. Also du bist so glücklich, dass du die Welt umarmen könntest und das ist Lieben. Das entsteht einfach daraus. Ja? Du musst also jetzt nicht da wahnsinnig was auf die Kette kriegen, indem du einfach alles liebst, was du siehst in der Schau Christi. Ja, manchmal kommt uns das so vor, als wenn wir jemanden hassen würden und als wenn es jetzt schwer wäre, diesen einen da zu lieben, den wir hassen. Du weißt jetzt vielleicht, wen du gerade meinst, ja, aber in Wirklichkeit ist der auch der Sohn Gottes und du kannst ihn genauso lieben wie jeden anderen auch. Er wird nicht ausgeklammert aus dem Ganzen. Weil du klammerst dich sonst selbst aus, es bist du. Du versuchst dann, dich nicht zu lieben. Das ist alles, was dahinter steckt. Diese Technik, diese Ego-Denksystem-Technik steckt dahinter, niemanden zu hassen. Denn auf diese Weise werden Dunkelheit und Täuschung aufgehoben. Also einfach alles lieben, auch deine Feinde. Ja, Jesus hat ja schon in der Bergpredigt gesagt, liebet eure Feinde. Und haben alle ganz verdutzt geguckt und wir auch. Und so, ja, wird aber nicht so einfach, weil der hat mir ja das und das angetan. Aber vergib ihm, das hatten wir gestern schon mal, was er dir gar nicht angetan hat, was gar nicht passiert ist. Lass es vom Heiligen Geist, gib es dem Heiligen Geist in seine Hände und lass es vom Heiligen Geist aufgehoben werden, damit er es für dich läutert und dir als geläutert zurückgibt. Lass dich nicht selbst im Stich. Da haben wir es, ja. Also das heißt also, wenn du jetzt jemanden glaubst zu hassen, also schau mal in deinen Geist, ob es vorkommt, dass du Gedanken hast und an jemanden denkst, und so über ihn denkst, dass du ihn hassen würdest, weil er dir in der Vergangenheit das oder das angetan haben möge oder weil er anderen das oder das angetan hat oder im Moment irgendjemandem etwas antut, weil du an diese Illusion glaubst. Das wäre dich im Stich lassen. Deswegen steht hier, lass dich nicht selbst im Stich, sondern bitte Gott dir stattdessen seinen Schuld, also Entschuldigung, sondern biete Gott und dir stattdessen seinen schuldlosen Sohn an. Das heißt also, sieh in diesem Bruder, den du glaubst zu hassen, jetzt den schuldlosen Sohn und biete das Gott an. Sage Gott, das ist mein schuldloser Bruder.
Das ist der schuldlose Sohn Gottes. Damit betest du dich selber als den schuldlosen Sohn an. Das aber machst du unter der Führung des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist dich so führt. Also das geschieht automatisch. Du aber bremst das jetzt nicht mehr aus. Du sagst nicht, ja, halt, 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 ich will dich noch mal 5 Minuten lang hassen, sondern du gehst jetzt sofort, trittst sofort zurück und lässt den Heiligen Geist das durch dich erledigen. Weil er kann das am besten durch dich erledigen, wenn du deinen Körper ihm als Kommunikationsmittel in deine Hände gibst. Also er benutzt deinen Körper als Kommunikationsmittel. Das machst du alles im Geist. Das machst du gar nicht unbedingt auf der Ebene der Physis, also auf der physischen Ebene gehst du jetzt nicht hin und sagst, Entschuldigung, das ist doch die Vergangenheit vergessen worden. Das funktioniert meistens gar nicht. Das funktioniert auch nur, wenn es dann unter der Führung plötzlich so ist, dass die Vergangenheit komplett vergessen ist. Aber wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, lass uns doch zusammen jetzt die Vergangenheit vergessen, dann erinnerst du ja erst dich selber, deinen Bruder, an eine Vergangenheit, die da gewesen ist. Dann machst du sie zuerst wahr. Und dann geh einfach davon aus, es ist schon ausgelöscht. Erinnere du dich nicht mehr daran. Geh einfach weiter und liebe. Mach es nicht so kompliziert. Lass den Heiligen Geist es durch dich. Lass den Heiligen Geist dich führen. Wie auch immer er dich führt. Für diese kleine Gabe der Würdigung seiner Liebe wird Gott selbst deine Gabe gegen die seine austauschen. Hier haben wir nochmal, das ist ja die Zurückerstattung. Hier wird also die Gabe des Hasses gegen die Gabe der Liebe eingetauscht. Diesen Umtausch machen wir natürlich gern. Ja, also würden wir ja auch, wenn wir was Falsches in einem Geschäft gekauft hätten, dann die Packung aufmachen und sehen, ah, da ist ja ganz ekliger Hass drin, schnell wieder zumachen, dann gehen wir wieder zurück zum Geschäft und sagen, ja, jetzt, das wollte ich aber gar nicht kaufen, ich wollte was kaufen, wo Liebe drin ist. Ah ja, dann sagt er, das könnte ich aber vertan, dann gebe ich dann das Richtige rein. Gehst du wieder nach Hause, machst du die Packung auf, ist dein Liebe. Das war es dann jetzt erstmal hier von diesem Absatz und wir verbinden uns einiges mit dem Geist und Absatz, lassen wir das einklinken und kommen jetzt zur Feedback-Runde. Ja, Sabine, wie fühlst du dich denn in diesem Augenblick? Ah, die Sabine ist jetzt gar nicht mehr drin. Dann Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, friedlich, dankbar. Ganz schöner Absatz und danke für deine Erklärung. Benihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit Feedback. Mein Feedback. Fühle mich gut, ich bin dankbar. Ich freue mich auf den Tag. Ja, dann war es von mir. Das war's für heute und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag in der Erlösung. Ciao! Ciao!